Herzlich willkommen im Videokanal der Strandflüchter. Wie ihr seht, unsere Liegestühle stehen nicht am Strand, sondern sind unbenutzt hier in der Halle. Heute war so schlechtes Wetter, wir konnten uns nicht an den Strand legen und nutzen deswegen die Chance, euch eine Y-Family vorzustellen. In unserem Video zeigen wir euch die Y-Family mit der Rumpffarbe Enzianblau, das ist RAL 5010. Und die Decksfarbe ist in dem Falle Fenstergrau, RAL 7040. Wem diese Farbkombination nicht gefällt, wir haben noch 200 weitere Farben zur Auswahl. Die Y-Family als Einstiegsmodell in die Y-Familie ist besegelt mit einer Fock. Die hat 3,7 Quadratmeter Segelfläche und einem Großsegel, welches über 8,8 Quadratmeter Segelfläche verfügt. Sowohl bei Y-Family als auch bei Y-Fun ist eine Rollfockeinrichtung serienmäßig und diese ist unter Deck verbaut, sodass sie geschützt vor Witterungseinflüssen ist. Die Fockschot wird durch eine Fockschot-Leitöse mit drehbarer Klemmenplatte geführt, sodass, egal wo man sich im Boot befindet, immer ein optimaler Zugwinkel von Leitöse und Klemme gegeben ist. Das heißt also, ich kann ganz leicht die Schot ein- und ausklemmen. Die meistverkaufte Ausstattungsvariante der Y ist die Y-Fun. Da hier der Spagat gelingt, ein gemütliches Familienboot zu haben, aber auch eine sportliche Segeljolle. Im Unterschied zur Y-Family hat die Y-Fun das Trapez serienmäßig und verfügt über ein größeres Vorsegel. Wir haben hier die Genua mit 5,5 Quadratmeter Segelfläche. Wir haben hier die Genua-Anlage, über die die Genua schon gefahren wird. Die Schiene gibt es in zwei Längen, einmal wie hier gezeigt in der verlängerten Variante. Das heißt also, hier kann ich mit der Rutscherstellung ganz vorn eine normale Tourenfock mit 3,7 Quadratmeter fahren und in dem hinteren Bereich der Schiene ist dann die Rutscherposition für das Benutzen der 5,5 Quadratmeter großen Genua. Die Blöcke sind kugelgelagert, die Schotklemme ist so eingerichtet, dass immer ein optimaler Zugwinkel zum Vorschotersitzplatz erfolgen kann. Am Bootsrand haben wir einen Block, der drei verschiedene Einstellungen ermöglicht. Einmal die Einstellung ohne Ratsche, also Ratsche komplett aus. Dann haben wir als zweites die Stellung Ratsche permanent an, eingeschalten durch Drehen des roten Nippels. Damit ist die Ratschfunktion dieses Blockes immer eingeschalten und die Haltekraft der Schot wird geringer. Man kann das System auch in den Automatikmodus schalten, indem man den roten Nippel mittig dreht und das schwarze Teil rüberschiebt. Und hier habe ich bei wenig Schotbelastung die Funktion Ratsche aus. Sobald mehr Last auf die Schot kommt, schaltet sich die Ratsche ein und reduziert die Haltekraft im System. Bei der Y-Fun serienmäßig vorhanden und bei der Y-Family gegen Aufpreis zu haben, ist das verstellbare Trapez für den Vorschotter. Das besteht aus der Trapezwand mit Griff, der Klemme, über die die Rolle und die Verstellung gewährleistet wird, und den Trapezhaken, der in die Trapezhose eingehakt wird. Zum System gehört auch diese Anti-Rutsch-Trapezkante, die für einen sicheren Stand des Vorschoters bei Benutzung des Trapezes sorgt. Bei der Y-Family und der Y-Fun wird das Fockfall im Mast geführt. Das Setzen und Bergen der Fock ist sehr einfach. Man zieht das Fall, bis die Drahtschlinge aus dem Mast kommt, und hakt dieses in den Hebelspanner ein. Durch Umlegen des Hebelspanners wird die Spannung im Rigg erzeugt. Der Unterliegstrecker vom Großsegel ist nach vorn umgelenkt und wird hier bedient. An dem nur 7 Kilo leichten Mast befindet sich weiterhin eine Klemme für den Cunningham.
Das Großfall ist im Mast geführt und verfügt ebenfalls über eine Klemme und eine praktische Umlenkrolle. Ebenfalls serienmäßig ist der Großbau Niederroller. Dieser ist dreifach geschoren und am unteren Block befindet sich eine Schlitzklemme für ein schnelles Spannen und Verstellen. Das Großschotsystem verfügt über gleitgelagerte Blöcke. Der untere Violinblock hat zusätzlich eine im Winkel verstellbare Schotklemme zum Einklemmen der Schot. Unser Boot im Video verfügt über die Option einer Travellerschiene auf dem Cockpitboden. Den Sinn oder Unsinn einer Travellerschiene erklären wir euch in einem anderen Video. In der Serienausstattung ist der Großschotblock nicht am Travellerschlitten, sondern an einem solchen mittig montierten Beschlag fixiert. Der serienmäßige Klappmastfuß ermöglicht ein schnelles und werkzeugloses Klappen bzw. Legen des Mastes über die Benutzung dieser Vorstagverlängerung. Nach dem Lösen des Vorstags klappt der Mast über den Bolzen in der Mastspur. Dieser Bolzen verhindert gleichzeitig, dass beim Klappen der Mast nach vorne oder hinten wegrutschen kann. Zum Abtakeln entfernt man einfach den Bolzen und nimmt den Mast aus der Mastspur heraus. Die X-Man verfügt über ein sehr großes Cockpit, durch die beiden Seitenschwerter, auch Kimmschwerter genannt. Es entfällt der mittlere Schwertkasten, wie man ihn sonst bei Segeljöhren kennt. Damit eignet sich das Cockpit vor allem auch zum Segeln mit Kindern, mit älteren Personen. Es eignet sich auch zum Übernachten. Zwei Leute können im Zweifelsfall unter Zuhilfenahme einer Zeltbesetzung im Y-Cockpit übernachten. Serienmäßig verfügt die Y über Ausreitgurte, die in der Länge verstellbar sind, und über einen Cockpitbodenlenzer. Die Ausreitgurte bei der Y-Fan verfügen zusätzlich noch über diese Gurthochhalter, die dazu dienen, mit den Füßen gut unter den Gurt zu kommen. Wenn man mit dem Boot touristisch segeln will, dann kann man die Gurthochhalter einfach aushaken oder im Zweifelsfalle auch komplett ausfädeln. Und die Gurte sind nicht störend, wenn man sich im Cockpit sonnen will oder ähnliches. Unter dem Vordeck hat die X-Line einen großen Stauraum für alles, was auch mal nass werden darf. Zum Beispiel Paddel, Bootshaken, Fender, Schwimmwesten etc. Der große Stauraum im Heck verfügt über eine spritzwassergeschützte und abschließbare Stauraumklappe. Wenn man die Ruderanlage demontieren will, ist kein Werkzeug nötig. Beim Einsetzen schnappt die Rudersicherung über den entsprechenden Beschlag und verhindert das Herausspringen des Ruders, zum Beispiel bei Grundberührung oder Kenterung. Unser Boot im Video ist mit einer abnehmbaren Motorhalterung ausgestattet. Wenn diese nicht benötigt wird, nimmt man sie einfach ab und am Heck verbleibt die Adapterplatte. Die schwenkbare Motorhalterung hat einen doppelten Nutzen. Zum einen sorgt sie dafür, dass eine optimale Eintauchtiefe der Schiffsschraube gewährleistet ist. Zum anderen sorgt sie dafür, dass bei komplett abgesenktem Ruderblatt Propeller und Ruderblatt nicht miteinander kollidieren können. Für die Motorisierung der X-Line empfehlen wir die effizienten Elektroaußenborder von Torqedo. Diese besitzen einen integrierten Akku und damit eine sehr kompakte Bauweise. Wird der Motor nicht gebraucht, kann er angeklappt werden. Mit wenigen Handgriffen sind Akku und Pinne vom Motor abgenommen und im Heckstauraum der X-Line verstaut.